mal auf mein Niveau jetzt hoch. Na gut, jetzt eh nie gerade, es wird schon passen. Yes. Boah, jetzt bin ich zu niedrig. Passt schon, passt schon. So, so ist gut. Ja. RTX 4000, es wird heiß werden. Natürlich in eurem Rechner, nicht im Winter. Aber vielleicht dann auch eure Bude, wenn ihr euch sowas kauft. Wenn, ist die große Frage, wenn man sich das leisten kann. Ja, der RAF spart alle 2 Jahre auf so eine Grafikkarte und leistet sich dann eine 4090. Sowieso. Wir haben ihn hier extra einfliegen lassen, weil ihr uns tausende über Millionen Fragen gestellt habt zu RTX 4000. Und nachher haben wir ihn aus seinem Urlaub extra rausgezerrt, um endlich die brennenden Fragen zu beantworten, die Nvidia uns nicht gibt und die, die ihr uns gestellt habt. Wir fangen an mit der ersten Frage, die da auch schon ziemlich gut ist. Kann man schon sagen, wann die weiteren 40er-Karten kommen? 1070, 1060, beziehungsweise was kann man von denen leistungstechnisch erwarten? Sie werden schneller als die 30er-Karten und sie werden bald kommen. Spaß beiseite. Nvidia würde sagen, we don't comment on future products oder so ein Zeug. Bedeutet, die werden kommen, voraussichtlich 2023. Jetzt würde ich jetzt mal davon ausgehen, weil aktuell ist nur die 4090 in Sicht. Die kommt ja am 12. Oktober offiziell. Und die 80 dann im November, ohne genaues Datum. Ich gehe mal vom 11.11. aus, weil das wäre cool. Schauen wir mal. Aber alles Weitere ist noch, ja, noch nicht announced, also nicht angekündigt. Bedeutet, wird noch ein bisschen dauern. Ihr könnt weiter sparen. Ich denke mal, CES werden sie doch bestimmt wieder irgendwas droppen. Januar? Ja, ja, genau. Oh, weiß Januar. Ich nicht. Sind denn schon GPU-Modelle bekannt? Ja, jetzt frage ich schon wieder. Ne? Aber okay, dazu. Ja, also wir kommen gleich drauf zurück. Es gibt ja aktuell schon 3 Ada-GPUs. Für die 3 Modelle, die da kommen. Und da wird es noch kleinere geben, weil Nvidia möchte natürlich die Kosten gering halten. Und je kleiner der Chip, desto mehr Chips kann man produzieren pro Fläche. Und es wird noch kleinere Chips geben. Ja. Okay, die zweite will ich beantworten, weil die ist so offensichtlich, dass sie jede beantworten kann. Das kannst sogar du, ja. Ja. Kommen noch mehr Spiele, die DLSS 3 unterstützen? Nein. Doch, natürlich. Ja, klar. Mal schauen, welche... Wird es eurer Meinung nach eine 4090 Ti geben oder eine Titan? Wann vermutet ihr den Release und was wären die Specs? Hol mal die Glaskugel raus, Raff. Alter, bin ich Jensen oder was? Aber wir können ja uns an den Hardware-Specs so ein bisschen heranhangeln. Und was die 4090 aktuell ist, das ist zwar der größte Chip, also der AD102. Allerdings ist der schon ziemlich krass abgespeckt. Also wie, keine Ahnung, die erste Titan oder wie eine 2080, aber die war gar nicht so krass abgespeckt. Kurze Antwort, ja, natürlich, es wird garantiert eine 4090 Ti oder Titan geben. Die Frage ist nur, wie sie heißen wird, wie viele Shader im Multiprozessoren aktiv sind und wann sie rauskommt. Keine Ahnung, aber die wird bestimmt teuer und geil, aber nicht dieses Jahr. Okay, wirst du gleich auf die warten oder kaufst du dir erstmal die 4090? Frag mich in 2 Wochen nochmal. Wird ein harter Kampf mit mir selbst. Warum gibt es Leistungsunterschiede bei der 4080 mit 16 GB und 12 GB sollte ja sonst dieselbe Karte sein, nur mit weniger Speicher. Jetzt muss ich, gute jetzt muss ich mich ein bisschen gute Frage übrigens. Definitiv okay. Sehr gute Frage, aber ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Nee, ja, also was Nvidia da geritten hat, weiß ich jetzt nicht genau, weil es gab ja schon früher GeForce-Karten mit der gleichen Modellnummer und einer Speichermenge. Und wenn da steht 2 GB oder 3 GB zum Beispiel, wie bei der GTX 1050 zuletzt, glaube ich, bedeutet das nicht nur, die hat eine andere Speichermenge, sondern dahinter steckt da noch viel mehr. Nämlich das Speicherinterface ist deutlich anders. Und das ist auch bei diesen beiden Karten so. Ich muss ein bisschen ausholen, weil hier ist es schon ein bisschen anders als früher. Also die 4080 12 GB ist eigentlich eine 4070 Ti, wenn man sie vergleicht mit früheren Portfolio-Ausprägungen, sag ich mal. Ist eine andere GPU, oder? Genau, das ist nämlich der Punkt. Und das ist neu, so zum Start. Es gibt den AD102, also den fetten, den AD103. Das ist ganz neu, die 3, die gab es ja bisher nicht, bei Ampere gab es das nur im Notebook-Segment, ist nie auf den Desktop gekommen. Es gibt keine, wie heißt denn Ampere? GA103 gibt es nicht, zum Beispiel. Das ist nur rein, also es gibt 3 GPUs. Und die kommen jetzt auch alle 3 zum Einsatz, direkt zum Launch. Und deswegen hatten wir jetzt gedacht, so, nehmen wir den kleinen Chip und nennen den auch 4080, weil damit können wir ein höheres Preissegment bedienen. Allerdings ist es eigentlich meiner Meinung nach wirklich ein Cheat. Das ist einfach, ja, der Chip ist eindeutig eine 4070 Ti bestenfalls. Also die, ich will nicht sagen verarsche, aber ja, die Verschleierung ist einfach das, dass früher war es ja oft immer so,
eine Bezeichnung, eine GPU. Ne? Ist auch gut so. Und jetzt, weiß ich nicht, jetzt könnten wir nur noch 4080er rausbringen, ne? Genau. Mit 4 GB, mit 2 GB. Ja. Bitte nicht unter 8. Gut. Nee, also, um das ein bisschen abzukürzen, also Unterschiede gibt es, weil die Hardware völlig anders ist. Also das ist keine 4080, also ihr kauft keine 4080 und bekommt da immer, keine Ahnung, 80% der Leistung von der 4090. Nein, die 4080 12 GB, basiert auf dem GA104, also dem kleinen Chip, und die 4080 16 GB, die hat deutlich mehr Shader-Einheiten, die hat deutlich mehr Transferrate und entsprechend auch mehr Speicher und basiert halt auf dem GA103. So, natürlich ist die kleine billiger als die große, allerdings ist die kleine meiner Meinung nach viel zu teuer dafür, dass das eigentlich nur der drittgrößte Chip ist und ja, eigentlich so ins 400-Euro-Segment gehört. Oh, aber hey, was sag ich alter Mann dazu, weil früher war alles billiger und... Alles besser. Und das ist eine super Überleitung auf die nächste Frage, weil... Da denke ich mal, kann man mit früher ankommen. Warum entfernt sich Nvidia immer weiter von bezahlbaren Grafikkarten für den Normalverdiener? Die Miner kann Nvidia nicht mehr als Ausrede nehmen. Oh, die ist nicht technisch, die darf ich beantworten. Mhm. Weil ich denke, die kurze Antwort ist, ja, weil sie es können. und die lange Antwort ist, das ist ja eine Entwicklung, die, ich weiß nicht, ob Nvidia selbst, aber die Branche, die... Ne, mit den Jahren wird einfach immer mehr alles teurer. Weiß ich nicht, früher war das High-End-Modell 500 Mark. Mark. Dafür Reichsmark, meinst du? Reichsmark, genau. 500 Reichsmark für die GeForce GT. Ja, egal. Aber ja, also ne, wie der Frosch im Wasser, wo sich das Wasser langsam aufheizt und er es nicht merkt, werden wir einfach an immer höhere Grafikpreise gewöhnt. Ne, da kam Nvidia mit der Titan, wo jeder dachte, oh Gott, ne? Wow, Titan für was? 1000 Euro oder wie viel hat die erste Titan gekostet? Realpreis waren da 950 und wir sind auch waren noch ganz vorne dabei mit der Preiskritik. 950 Euro, ey, dafür kriegst du ja... Feiern. Ja, hey, nee. 950 für das. Aber ja, das wäre meine Antwort darauf. Hast du da was hinzuzufügen als... Nee, also generell, ne, das ist ja so, es ist eine Aktiengesellschaft und die armen Aktionäre, die Armen, müssen ja immer ihre Gewinne ausgeschüttet bekommen. Da muss man halt gucken, dass die Marge hoch ist. Und das geht nur mit hohen Preisen, weil, und das kann man ja Nvidia auch zugutehalten, die Fertigungskosten sind bestimmt gestiegen. Weil zum Beispiel bei Ampere war es ja so, sie haben ja bei Samsung eingekauft, die Chips, die lassen von Samsung fertigen, in so einem ja, etwas gut abgehangenen Fertigungsprozess. Also das war bestimmt billig, obwohl die Chips größer sind. Und jetzt haben wir halt TSMC Top-Notch High-End-Fertigung in 4N, das heißt angepasster 5-Nanometer-Prozess, was natürlich absolut geil ist, aber teurer als bei Samsung. Und auch die anderen Teile sollen gerüchteweise teurer sein. Deswegen muss man gucken, dass man das mit hohen Verkaufspreisen wieder reinholt. Nächste Frage. Profitiert man als 3080-Nutzer von DLSS 3 oder können das nur die 4000er? Einfache Antwort. Die kurze Antwort, nein. Die, also Nvidia sagt, und ich habe mir ja das ganze Gedöns schon angeguckt, was auch die Technik auf Nvidia von sich geben. Laut Brian Catanzaro heißt er, meine ich, dieser Chief Research KI-Mensch bei Nvidia, könnte Ampere und auch Turing oder eigentlich jede Karte mit Tensorkernen DLSS 3 darstellen. Allerdings ist es aktuell so, dass diese Berechnung, dieses Zwischenbild, was da rekonstruiert wird, ist wohl so aufwendig. Frag mich nicht warum, das müssen wir noch gucken, dass es nicht von diesen alten Tensorkernen berechnet werden kann, ohne dass es laggy wird. Und es geht ja darum, die Bildrate gefühlt zu erhöhen. Und ja. Das würde das wohl torpedieren. Allerdings ließ er noch ein Hintertürchen offen. Es kann sein, dass es ein Update gibt und DLSS später auf den alten Karten geht. Lange Rede, kurzer Sinn. Möglicherweise wird es später freigeschaltet. Ich gehe zwar wirklich davon aus, aber aktuell ist es halt ein Verkaufsargument für RTX 40. Wird Nvidia noch mehr Boardpartner vergraulen, um am Ende das gesamte Geschäft für sich zu haben? Die Infrastruktur haben sie. Auch die FE-Modelle wirken relativ potent. Ich glaube, da wird auf EVGA angespielt. Richtig, die sind ja jetzt mit großem Tamtam ausgestiegen. Auch da würde ich sagen, kurze Antwort, nein. Also es kann natürlich sein, dass andere Partner sagen, uns sind die Gewinnspannen etwas zu klein und wir haben da schon dauerhaft Probleme. Allerdings, die meisten haben wie EVGA auch das Problem, was sollen sie sonst verkaufen? Ich meine, mittlerweile baut jeder Hersteller fast alles. Allerdings bei EVGA war das, glaube ich, 80% des Umsatzes durch Grafikkarten, was viel ist. Das heißt, wenn ich jetzt mein Hauptgeschäft abbreche, dann muss ich halt wahrscheinlich auch 80% der Leute feuern, die damit zu tun haben. Und das ist halt nicht so geil. Können wir nicht beantworten. Aber ich gehe davon aus, dass das erstmal so bleibt. Ist so eine wirtschaftliche Frage, was man halt, da kann man nur raten. Das wäre was für Analysten. Sind wir halt nicht, wir sind die Nerds. Ja. Aber gute Frage trotzdem. Aber hier, nebenbei bemerkt, ich habe hier schon so das Keyword quasi auf dem Tisch stehen. Diese Firma hier hat es auch mal versucht. Die haben gesagt so, ne,
Bude 5 Karten bauen wir nur noch alleine. Und das ist kolossal fehlgeschlagen, weil die konnten weniger produzieren, hatten Probleme damit und so ein Kram. Man kriegt einfach viel mehr Karten in verschiedenen Farben und Formen und auch Preispunkten auf dem Markt, wenn man einen Partner hat. Und das ist einfach für alle eigentlich eine gute Idee. Deswegen. Und da kommen Sie hin. Jetzt bauen Sie nur noch Tassen. Super. Sehr gute Frage. Wie leistungsfähig müssen die Netzteile sein, um die Grafikkarten stabil betreiben zu können? NVIDIA hat dazu schon offizielle Zahlen veröffentlicht, deswegen ist das relativ einfach. Offiziell sind es 850 Watt für die 4090. Ich meine 750 Watt für die 4080, also für die große, für die echte 4080. Genau, guck mal, für die kleine 4080 12 GB, also für die 4070 Ti eigentlich, braucht man nur 700 Watt. Und wir nennen sie ab jetzt 4070 Ti, oder? Das ist eine 4070 Ti, also die lange Antwort sind wir euch dann noch schuldig, bis wir das getestet haben, was man wirklich braucht, weil ich habe ja zum Beispiel eine 3090 Ti mit einem 600 Watt Netzteil am Laufen, das geht, vor allem an der Volt sowieso, aber die offiziellen Zahlen sind nicht schlimmer als bei einer 3090 Ti, die ja, gut, die hat schon recht viel Durst. Mhm. Auch eine schöne Frage ist, warum brauchen Hardware-Komponenten wie GPU, CPU jedes Jahr mehr Strom? Kann man nicht einfach einen schnelleren Chip entwickeln, der weniger verbraucht? Berechtigt. Also muss ja die Frage durchaus zweiteilen, weil die brauchen durchaus jedes Mal mehr Strom. Ich sage auch gleich warum. Allerdings trotzdem steigt die Effizienz. Das bedeutet, die brauchen zwar jedes Jahr irgendwie, keine Ahnung, 10-20% mehr Strom, sind aber doppelt so schnell. Das heißt, die Effizienz steigt. Was ja schon mal gut ist. Immerhin beides steigt. Die Effizienz und Verbrauch. Genau, aber die Leistung steigt mehr als der Verbrauch. So, warum macht man das nicht einfach, warum zaubert man nicht einfach einen Chip in, der viel schneller ist und weniger Strom braucht? Weil das nicht geht. Die Physik ist ein ziemlich gemeiner Gegner. Da kommen wir nicht drüber hinweg und da muss ich schon wieder meine Tasse hochhalten. Damals, vor bald. Früher, als die Welt noch in Ordnung kommt. Damals, als die Gummistiefel aus Holz waren und der ganze Kram noch geschnitzt wurde. Nee, das war einfacher. Da gab es irgendwie gefühlt alle 6 Monate einen Fertigungsschrink. Also TSMC hat gesagt, so, wir machen jetzt 250 Nanometer, 220, 200 und so weiter. Es ging schnell, man konnte das Zeug schrinken, es braucht weniger Strom automatisch und da war das leicht. Und jetzt muss man wirklich gucken, dass man das Zeug kleiner bekommt und muss halt wirklich es geht nur noch mit der Brechstange. Die großen Schritte, also wir haben die Wahl, jede Generation Chips zu bauen, die gleich viel brauchen, aber nur ein bisschen schneller sind. Oder wir bauen Chips, die deutlich schneller sind, aber auch mehr verbrauchen. Beides geht halt nicht so gut und deswegen ist Undervolting auch so ein großes Thema. Wollte es gerade sagen, man hat es ja so ein bisschen selber in der Hand, so ein bisschen das Tuning. Also das Undervolting, das haut ja nochmal ein bisschen Effizienz raus. Wir haben da letztens auch so ein schönes Video über das Stromspann gemacht. Einfach kappen, Frame Limit rein, ne? Das ist hier in der Ecke. Genau. Da. Ja. Da. Das ist super Video von der Santi. Wann rechnet ihr mit den ersten Modellen der Boardpartner und wie schätzt ihr bei diesen die Preisgestaltung ein? Ich mal eine einfache Frage. Modelle der Boardpartner wird es direkt zum Launch geben und das kann ich sagen, weil wir haben aktuell kein NDA, wird es geben. Ich gehe davon aus, dass nur die Fetten sind. Wir sprechen aktuell nur von der 4090, also am 12. Oktober startet die 4090 offiziell laut Public Info und ich denke, dass davon Asus bis Zotac alles Mögliche kommt und ich sollte aber jetzt nichts Sparmäßiges erwarten. Also ich gehe mal davon aus, dass das alles so Quad bis, keine Ahnung, 8-fach-Slot-Modelle sein werden mit mehr oder minder OC. Und ja, also sofort. Schöne Frage. Wie viele Nieren muss ich verkaufen, damit ich mir eine 4090 kaufen kann? Es ist halt jetzt blöd. Erstens, man muss den Marktpreis für Nieren kennen. Zweitens, man hat nur zwei. Drittens, man hat aber wahrscheinlich schon öfter Grafikkarten gekauft. Also kann man sich so ausrechnen, mit wie viel Nieren man wie viel Grafikkarten kaufen kann. Was kostet eine Niere? Das ist eine Marktlücke. Wir müssen mit meinem PCGA-Preisvergleich mit Nieren machen. Ich weiß nicht, da gibt es sicher verschiedene Anbieter. Umrechnung Nieren, Euro-Nieren-Kurs. Also meine hat mir 5K eingebracht, das konnte ich mir auch die 3090 Ti leisten. Aber jetzt habe ich halt nur eine, die bleibt drin. 5K, das sind zwei Generationen an einem 90er. Super. Also, vielleicht reicht das ja fürs Leben. Anbei noch ein heißer Tipp. Ihr könnt zwar eure Niere nicht weiterverkaufen, aber die alte Grafikkarte, die ihr im Rechner habt, die hat ja auch noch einen gewissen Wert. Also raus damit und auf die neue sparen. Hammer-Tipp. Spartipps. Hey, Pro-Tipp. Ja. Lifehack. Oh, wird man eine 4080 auch mit einem Riser 3.0-Kabel verwenden können? Und reicht ein... Okay, Netzteilfrage haben wir beantwortet, deswegen nur die Frage. Ja, Riser 3.0-Kabel. Naja, PCI Express ist abwärtskompatibel. Insofern, wenn das Kabel die gleichen elektrischen Anforderungen erfüllt wie der Slot, wieso nicht?
Ja gut, aber wird es da nicht einen Flaschenhals geben, 3.0-Kabel, aber PCIe 5.0? Ja, also sie passt mechanisch rein, man kann sie sich ja auch verlegen und sowas, aber natürlich ist es halt die halbe Transferrate am Slot. Und das ist ein guter Punkt übrigens, das hat mich ein bisschen überrascht bei Ada, dass die nur PCIe Express 4 können, aber ist halt so. Und ja, ich bin sicher, bei den ganzen, also je höher die Bildrate ist, desto mehr gibt es auch Transfers über den Slot. Ist sicher ein Flaschenhals, aber niemals etwas, was wirklich, ja. Wisst ihr das auch wieder testen? Wie schnell ist das Teil bei PCIe Express 3.0? Natürlich, aber wahrscheinlich kurz nach dem Launch, ja. Nicht zum Launch. Okay, also die Antwort auf viele dieser Fragen, die hier gestellt wurde, ist, ja, mal gucken nach dem Test. Ja, alles, 100 Pro. Das dauert vielleicht ein bisschen länger als bis zum 12. Aber ja, am 13. schon vielleicht. Ist schon raus, ob es DP 1.4, also DisplayPort 1.4 oder 2.0 wird und wird die Maximalauflösung angehoben. Wenn man ein Multimonitor-Setup hat und eine hochauflösende VR-Brille, ist das sehr nervig, wenn man jedes Mal den Monitor abziehen muss, wenn man VR spielen will. Also es kommt auf die Grafikkarte an, aber das ist so ein bisschen eure Armut kotzt mich an, Frage. Ne? So, ich muss meine 8 Monitore abstöpseln, um VR spielen zu können, weil sonst reicht das nicht mehr mit meinen 3090 oder ja. Die ist auch schon alt. Hat man jetzt das Problem nicht mehr, dass man mehrere Grafikkarten für nur mehrere Monitore braucht? Weiß nicht, also du bist doch Monitorfachleiter, sag mal irgendwas dazu. Was kann die denn? Weiß ich nicht, du bist Grafikkartenfachredakteur. Ich bin nur fürs andere Ende des Kabels zuständig. Gut. Müssen wir testen. Allerdings, Nvidia sagt auf der Produktseite, das könnt ihr übrigens alles gucken bei Nvidia direkt. Stimmt mutmaßlich. Meistens stimmt das, außer weil das hat der Pakti zusammenkopiert. Es kommen manchmal Fehler vor, das stimmt. DP 1.4a ist also alt und HDMI 2.1, das ist also schön neu. Ja, insofern ist die kurze Antwort, nein, es wurde nichts verändert, oder? Dazu müsste ich wissen, wie es vorher war, um zu sagen können, ob es verändert war. Aber DP 1.4a reicht für 4K 144 Hertz, sowas in der Art. Fragt mich jetzt nicht mit wie viel Bit, ob mit HDR und ohne und wie dann die Beschränkungen sind. HDMI 2.1, ein bisschen größere Bandbreite, kommt auch aufs Display an und auf die Anzahl der Auflösungen, die man da betreibt. Wird es, denke ich mal, unterschiedliche Karten geben. Sehr gute Frage. Kann man die Grafikkarten noch kaufen? Jetzt? Nein. Okay. Gehen wir mal auf die Nvidia-Seite. Also Stand jetzt. Jetzt kaufen. Mach mal, komm, kauf mal eine. Warte mal. Ich will eine kaufen bei Nvidia. Und man sagte mir, Benachrichtigung erhalten. Ich habe so ein Déjà-vu von der letzten Generation. Vorletzten. Wo, da stand so ein Preis und irgendwann, wenn es verfügbar ist, kriegst du eine Mail. Jetzt mal das davor. Was denn verfügbar ab Monat 12, 10? Was sind das für ein Format? Genau, ab dem 12. von 10. Nee, ab dem 12. Oktober verfügbar. Okay. Ja, aber ihr seht schon, der Preis ist ganz knapp unter der 2 und ist ein bisschen eklig, aber ja, mutmaßlich. Ist das die UVP eigentlich? Das ist die UVP, ja. Die gleiche UVP. Übrigens 15,99, also US-Dollar vor Steuern. Klingt gleich viel geiler, würde ich dann auch wahrscheinlich kaufen, aber bei uns sind das mit Märchensteuer 1.949. Blöde Dollarkurs. Blöder Eurokurs eher, aber gut. Ja, gute Frage. Steht bereits fest, ob PCIe Express 4 oder 5.0 unterstützt werden? Nur 4. 4. Ist schon bekannt, wann die RTX 4090 Founders Edition, wann man die 4090 Founders Edition vorbestellen kann und wie, vermutet ihr, läuft die Vorbestellung zeitlich ab? Hat man dafür nur wenige Minuten Zeit, bis die alle weg sind, oder kann man sich da einen Tag Zeit lassen? Gemeint ist hier die 4090. Kauft man die Founders Edition dann zum Release bei NBB oder von Nvidia? Oh, das kann man fast beantworten, doch. NBB ist ein Notebook Borussia Berlin, glaube ich, ne? Genau, Notebook Borussia Berlin. Oder bei Nvidia? Nvidia Shop verlinkt auf Notebooks Billiger. Also der Haus- und Hof-Shop ist Notebooks Billiger bei uns aus Deutschland. Ich glaube auch in der Schweiz und so. Bin mir nicht sicher. Egal. Also man kann sie wahrscheinlich nicht vorbestellen. Zumindest ging das bei der 3090 zum Beispiel nicht. Habe ich versucht. Ich wollte sie ja gleich zum Launch haben, Ende 2020. Hat sich nichts geändert, soweit ich weiß. Also kein Vorbestellen möglich. Man kann sich da natürlich, man kann da draufklicken und hoffen, dass man, wenn man noch am Bestellen ist, die nicht weg ist. Das
ganz ehrlich, ich glaube, bei einer 2000 Euro Grafikkarte jetzt könnte das ja vielleicht sogar länger als 5 Minuten brauchen, bis die ausverkauft ist. Vielleicht länger als 5 Minuten. Die 3090 Ti, die war ja lustigerweise auch zum Launch ausverkauft, was mich ein bisschen irritiert hat. Aber kurz darauf gab es die wieder, dann habe ich auch eine bekommen. Da gab es halt nur ein paar, ne, die für die Gamer übrig geblieben sind. Gleich an die Miner ging. Ah, ja, schon wieder böse. Aber naja. Aber ganz ehrlich, also wir sagen ja alle, wow, die sind teuer und die kauft keiner. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die wird auch wieder ausverkauft sein. Zumindest die erste Charge. Und es wird wieder neu geben. Insofern, du wirst bestimmt eine bekommen dieses Jahr noch. Die Frage ist halt, ob das schon an Tag 1 klappt. Schöne Frage wieder. Es wird technisch. Wie stark wird die doch mittlerweile etwas veraltete PCI Express 4.0 Schnittstelle ausgelastet oder limitiert sie sogar die 4090? Kann ich nicht seriös beantworten. Allerdings haben wir ja Benchmarks gemacht, was PCI Express 3.0 gegen 4.0 kostet. Zum Beispiel mit 16 Lanes, also Vollausbau. Und da ist es so, dass 3.0 in den meisten Fällen wirklich nur homöopathisch langsamer ist, also keine Ahnung, 5% höchstens oder so, mit Ausnahmefällen von 10%. Insofern würde ich sagen, 5.0 wäre sicher in manchen Benchmarks messbar schneller und so, allerdings ist das weit entfernt von ausgelastet und voll langsam. Das hat Nvidia wahrscheinlich auch festgestellt, sonst hätten sie es da eingebaut. Ja. Übrigens ein guter Punkt, ich gehe davon aus, und das ist jetzt nur meine Meinung, weil AMD schon immer dabei war, ich gehe davon aus, dass Navi, also RDNA3, PCI Express 5 haben wird, einfach um Plattformvorteil zu bieten mit den neuen ARM5 und weil AMD halt schon immer PCI Express vorangetrieben hat. Aber das bringt uns bei RTX 4006. Okay, immerhin zukunftssicher dann die Plattform. Kann man damit die Bude im Winter warm machen? Ja, definitiv. Mit der großen, mit den kleinen, ja auch. Also ich kann aus Erfahrung sagen, mit High-End-Grafikkarten der letzten Jahre, wenn ihr so ein, keine Ahnung, ein relativ kleines Zockzimmer habt und das vielleicht sogar ein Neubau ist, der isoliert ist, man kann auf jeden Fall so ein Zimmer sehr gut mit einem Gaming-Rechner heizen. Ohne Frage, im Sommer war das richtig eklig mit so einer 450-Watt-Karte. Also die 4090 macht keinen Spaß im Sommer. Im Winter ist es gar nicht so schlecht, glaube ich, zum Warmhalten. Nicht schlecht. Muss man einfach amortisieren mit den Heizungskosten. Exakt. Das geht wirklich. Gerade jetzt, wo die steigen, muss man einfach schauen, was teurer ist. So, ne? Ich lasse die Grafikkarte laufen und... Wie ist denn das bei dir so? Du hast ja nur so eine popelige 3070. Was sagt deine Frau dazu zur Raumtemperatur, wenn du heizt, wenn du spielst? Ja, mich nervt das eigentlich, weil mein Rechner steht direkt auf dem Fensterbrett, ehrlich gesagt. Und drunter ist direkt die Heizung. Und im Winter wird da halt einfach lauter dann. Das ist gar nicht mal so clever. Das geht halt nicht anders. Das ist halt die örtlichen Begebenheiten. Aber ja, ich behelfe mir mit Undervolt, Frame Limit und so weiter. Und manchmal zocke ich auch per Stream mit so einem gewissen Anbieter. Ja, doch, siehst du, dann bleibt die Grafikkarte leise. Die Hitze ist woanders. Holt euch im Winter einfach alles ein Streaming. Mach's nicht. Schlechter Tipp. Kein Lifehack. Achso, doch, vielleicht noch am Rande. Also wenn ihr öfter mal eine fröstelnde Freundin, Frau, was auch immer habt, dann ist so eine neue Grafikkarte auf jeden Fall ein Argument, weil das heizt wirklich die Bude. Also vor allem, wenn ihr das so macht, wenn ihr, keine Ahnung, eine IO-Wasserkühlung habt oder so, die Wärme nach oben bläst, sagt einfach, Frau, komm her, Füße auf den Rechner, geil. Kann ich aus Erfahrung sagen. Diese Grafikkarte wird dein Herz erwärmen und deine Füße. Den Rest auch noch. Ja. Mein Mainboard unterstützt nur PCI Express 3.0. Bremst das die neuen Grafikkarten aus? Und wenn ja, beim Gaming spürbar oder nur unter Benchbedingungen? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage auf jeden Fall. Kann ich dir auch jetzt nicht hundertprozentig seriös beantworten. Ich kann dir nur ein Educated Guess von mir geben, habe ich schon gesagt. In einer anderen Frage, es bremst, es ist sogar messbar, also richtig krass langsam, laut 3D-Mark und AIDA zum Beispiel. Allerdings ist es in Spielen... Wie viel ungefähr? Mit 16 Lanes, ich sag mal so zwischen 0 und 9% oder so. 0 und 9. Genau, also ja. In den meisten Spielen, und da muss ich gleich mal zweiteilen, ist es unter 5%. Aber wenn ihr so eine Grafikkarte kauft wie die 4080 12 GB und dann hier, keine Ahnung, Raytracing, Texturmod und was auch immer, alles hochrotzt und der Speicher voll ist, dann kann das wehtun. Also da kann das wirklich richtig schmerzhaft sein und dann kommt zu Stuttering. Das ist dann definitiv auch fühlbar. Allerdings sind das noch Ausnahmefälle. Ich sage noch, weil, und das sage ich mittlerweile recht oft, die Next Gen kommt bald und im nächsten Jahr gibt es viele Spiele mit neuer Grafik, neuen Engines. Da wird der Speicher wichtiger und es kann sein, dass es dann öfter wird. Allerdings, ja, ist noch geraten, eine Schätzung. Wieso sollte ich mir eine 4090 kaufen für fast 2000 Euro, wenn ich aktuell eine 3090 habe für 1200? Und? Warum? Würdest du es tun? Ich würde es weder noch tun, aber du schon. Und das ist eine Frage für dich. Da gehe ich nicht ran. Als Betroffener kann ich sagen, gute Frage. Also ich sehe das so, als Besitzer einer TI jetzt mittlerweile, DLSS 3.
DLSS 3 ist ein Exklusivfeature für RTX 40 und ich sag mal, wenn das geil funktioniert und abseits der, ich glaube, 35 angekündigten Spiele dann breit verfügbar ist bald, weil halt alle Engines das können und das eh schon implementiert ist für DLSS 2, dann würde ich sagen, ist so eine 4090 vielleicht eine geile Option, weil das DLSS kann die Frames verdoppeln, zumindest gefühlt. Ne? Da wird ja was noch zu Prüfendes, ne, berechnet. Und wenn jetzt, keine Ahnung, jetzt da irgendwie mit 4K mit 60 FPS spielen kann, statt mit 30, dann ist das ja schon eine Sache, die diesen Preis wert sein kann, wenn man die Kohle hat. Wenn man die Kohle nicht hat, spielt sich da, ja, muss man gar nicht lang reden, weil, ja, aber ich sag's mal so. Ich zu viel Beispiel, ist eh zu viel. Ja, aber ne, ich würde aufrüsten auf eine 4090, wenn ich sehe, dass das in 100 Spielen super geil funktioniert und so, dann ist das definitiv ein Pluspunkt. Allerdings ist dann auch wieder die Frage, wie lange ist das exklusiv, weil es könnte wirklich sein, dass DLSS 3 später auch für die alten Karten kommt, aber auch das ist nur so ein Gefühl. Und wie gut es dann dort funktioniert, ja, steht alles noch in den Sternen. Ich habe da eine Frage. Hat Nvidia den Arsch offen bei den Preisen? WTF, das ist ja eine Frechheit. Die kleine 4080, aka 4070, sind wir wieder, für 1099 und die große für 1469. Das ist ja einfach nur frech. Ich gebe doch keine 1100 bis 1500 aus, um spürbar mehr Leistung als bei meiner 6700 XT zu bekommen. Ich hoffe an dem, es ist keine Frage, es ist einfach nur ein berechtigter Rant. Aber es war eine Frage, also am Anfang war es noch eine Frage. Ich muss dazu sagen, also wirklich, man muss, wenn man mal vergleicht. Die okay, hat Nvidia den Arsch auf dem Raff? Habe ich jetzt nicht gesehen, ich glaube, er hatte eine Hose an, oder, der Jensen? Aber was auch immer, jedenfalls, wenn man jetzt die UVPs vergleicht, 3080 gegen 4080 zum Beispiel, also die echte 4080 mit 16 GB, das sind ja so, lass mal kurz überschlagen, die hat 6,99 gekostet, die alte, jetzt kostet die andere 14,69. Viel mehr, also über 100%. Und bei der, nur bei der 4090 ist es nicht so. Aber ja, das ist definitiv sportlich und ja, selbstbewusst. Einfach deswegen, weil sie wahrscheinlich noch mit der Mining-Krise kalkuliert, gerechnet haben, aber die ist halt jetzt. Ich weiß nicht, also das wusste, ja genau, kann schon sein, aber damals, als das Zeug festgelegt wurde, sorry, Nvidia. Chipgrößen werden nicht in Wochen, sondern eher ja, fast schon Jahren festgelegt. Und anhand der Chipgröße kann man übrigens eine Entwicklung sehen. Da würde ich gerne drauf eingehen, wir haben nicht so viel Zeit, aber es ist wirklich so, die Chips sind kleiner als bei Ampere. Das heißt, potenziell auch günstiger, wahrscheinlich nicht, weil TSMC tiefer zulangt, sage ich mal. Und ja, Nvidia hat auch höhere Kosten und die geben sie natürlich ja, mindestens an uns weiter. Ihr sagt in dem Video, dass 35 Spiele angekündigt wurden mit DLSS 3, wahrscheinlich meint er. Aber trotzdem, wenn ich es richtig verstehe, werden die Unreal und die Unity Engine generell unterstützt. Es steht allerdings nicht die Version der Engine dabei. Oder sehe ich das falsch? Du siehst das richtig, soweit ich weiß. Da die Unreal Engine und die Unity Engine die halt wirklich bei verbreitetsten Engines DLSS unterstützen, gehe ich davon aus, dass DLSS 3 ziemlich schnell adaptiert wird. Allerdings nur, weil DLSS 2 schon von vielen unterstützt wird, weil wir müssten die alle was Neues machen für DLSS 3, wäre es nicht so breit verfügbar. Allerdings gehe ich davon aus, dass Nvidia sich da Gedanken gemacht hat, dass man DLSS 3 ziemlich billig und schnell implementieren kann, wenn DLSS 2 schon drin ist. Cool, gut zu wissen. Es sind Einschätzungsfragen. Erstens, was haltet ihr von den beiden 4080er-Versionen? Haben wir, glaube ich, schon gesagt. Ja, ein bisschen komisch die Namensgebung, ne? Also gleiche Versionsnummer mit einer anderen GPU. Kommt euch die Lücke zwischen 4090 und 4080 16 GB auch so extrem riesig vor? Kommt sie dir das? Nö, eigentlich noch nicht. Das Problem ist, es gibt offizielle Taktraten und mir kommt die Preislücke zwischen diesen beiden so extrem klein vor. Das eher. 100 Euro, ne? Also ja, die Leistungslücke ist groß, die Preislücke. Klar muss man das Thema auch ansprechen und meiner Meinung nach auch kritisieren. Aber was sagt ihr zu den Europreisen? Es ist, wie es ist, sage ich. Ne? Dollarkurs ist übel und Preise sind hoch. Ja, beides zusammen gibt sehr hohe Preise. Ja, gut. Das jetzt von uns BWL-Noobs. Wenn man die US-Preise anguckt, sieht das alles viel geiler aus, aber das ist ja alles noch Vorsteuer. Ne? Da kommen ja noch, wie viel waren es? Stimmt, die zahlen ja extra noch drauf. Genau. Ne? Nicht so wir. Wir leben im Land des Bruttos, der Bruttopreise. Ich habe es heute ausgerechnet. Übrigens, eine 1600 Dollar sind Stand heute, 27. November, September, November. Stand heute sind 1662 Euro. Das wäre als Nettopreis ganz nett, aber gibt es ja halt nicht. Lohnt sich eurer Meinung nach ein Grafikkarten-Upgrade auf eine 4080 16 GB bzw. 4090, wenn man auch einen alten i9-900K-Prozessor verwendet?
Was meinst du? Kurze Antwort, ja. Dann kann man noch fragen, was für eine Grafikkarte hast du jetzt? Weil wenn das irgendein uraltes Modell ist, dann, keine Ahnung, dann 1070, dann ja, auf jeden Fall, ganz ohne Frage. Und generell ist es auch so, dazu haben wir ein cooles Video gemacht, der Kollege Dave und ich. Das kann man auch irgendwo so ein lustiges Eck packen, ne? Ja, da, Manu kennt das, ich weiß das nicht genau, wo das ist, das Eck. Jedenfalls, ja, das ist eine sehr schnelle CPU, vor allem wenn du das Teil übertaktest und, keine Ahnung, 5 GHz anvisierst, dann ist die immer noch sehr schnell und lohnt sich, vor allem wenn du einen Monitor hast, der nicht Full HD hat, sondern mehr Pixel. Auch wenn du PCI Express 3.0 hast, das ist in dem Fall einfach Wumpe. Ganz allgemein die Weisheit vielleicht, je höher die Auflösung, umso egaler die CPU. Spielst du 4K, dann mit Sicherheit. Willst du Full HD, 300 FPS in Counter-Strike mit der 4080, da limitiert halt die CPU. Und lastet halt. Nein, außer Counter-Strike bekommt ihr das S3, was es nicht bekommt. Jetzt werde ich bestimmt die grillen in den Kommentaren. Aber nein, ich krieg doch so und so viel FPS. War nur ein Beispiel. Disclaimer, Beispiel. 300 kriegst du hin, doch noch, ja. Was sind Alpha-getestete Texturen genau? Könnt ihr das bitte näher erläutern, gegebenenfalls Beispielbilder zeigen? Beispielbilder haben jetzt keine da, aber erklär's raff. Das sind einfach Texturen, für die ein Transparenz-Flag, sag ich mal, gesetzt wurde. Das sind einfach so Objekte wie Bäume, Zäune in den meisten Spielen. Und ja, die brauchen meistens besondere Liebe, weil das feine Texturen sind, die auch gerne mal flimmern. Ja. Also ist meistens ein Kantenglättungs-Worst Case. Nächste schöne, längere Frage, kürze ich aber ab. Was denkt ihr, wie wichtig wird die Größe des Grafikspeichers? Es gibt innerhalb von DX12 Optionen, um Speicher zu sparen. Allerdings erfordert das Programmieraufwand. Und deswegen erwarte ich nicht, dass sich das über Nacht durchsetzt, dass das alle machen. Deswegen, mehr Speicher ist immer besser. Also investiert, wenn ihr schon so viel Kohle ausgibt, in eine 16-Gig-Version. Mindestens. Nächste Frage. Ich will sie dran nehmen, aber gleich sagen, können wir noch nicht wissen. Denkt ihr, dass AMD gegen DLSS 3 eine Chance haben wird? Werden wir sehen. Also allgemein kann man sagen, DLSS war immer besser, ne, als FSR. Ja, kann man so pauschal, Achtung, gefährlicher. Das ist meine, nur grob gesagt. Mhm. Ne? Und DLSS 3, komm, vermutst du. Du bist hier der Fachvermuter. Also, FSR 2.1 mittlerweile gibt es ja. Ist wirklich eine sehr gute Wahl, vor allem wenn es auf allen Grafikern funktioniert. DLSS 3 scheint aber was zu sein, was halt wirklich was Neues bringt, nämlich diese Frame-Interpolation, nenne ich sie mal. Also, du kriegst mehr FPS. Und dass man das per Software löst, also FSR ist eine Art Software-Algorithmus, das ist ja keine KI im Hintergrund, ist auch Software dabei. Das noch am Rande, wenn FSR 3 nicht rauskommt und jetzt zufällig auch KI-Berechnung durchführen kann, das kann ja AMD jederzeit machen, wird DLSS 3 wahrscheinlich überlegen bleiben, aber halt nur wegen dieser Frame-Geschichte. Aber ich denke mal, AMD wird danach ziehen. Früher oder später. Ne? Ja, jetzt natürlich. Einfach auch. Ja, genau. Jetzt kommt auch Intel mit XSS, hat auch KI-Berechnung im Hintergrund, also Supercomputer-Berechnung, die da angewendet werden. Das kann AMD auch machen. Die forschen da hundertprozentig auch dran. Allerdings Stand jetzt. Jetzt, wo EVGA vom Markt ist, welche Graka soll man kaufen, wenn man den Kühler tauschen will? Oder doch lieber eine Fertigkarte mit Wasserblock zum noch höheren Preis? Oh, letzteres ist übrigens immer eine gute Option bei High-End-Karten. Also ich würde jedem empfehlen, gleich eine Karte mit Wasserkühler zu kaufen, wenn man den Kreislauf schon da hat, weil die Teile werden garantiert heiß. Und man kann ja gerüchteweise auf bis zu 660 Watt hochgehen bei der großen. Wasserkühler ist eine gute Option. Alles weitere, wir fragen die Hersteller mal zum Launch. Okay. Gute Frage. Wie funktioniert das mit dem mehr FPS hinzurechnen bei DLSS 3? Keine Ahnung. Du? Müssen wir uns noch ansehen. Allerdings ist es ja klar, während das eine Frame angezeigt wird, also ihr seht ja mal ein Bild die ganze Zeit beim Spielen, wenn das eine angezeigt wird, wird schon am anderen gerechnet. Und in der Zeit, die dazwischen vergeht, kann anscheinend anhand der Bewegungsvektoren, also der Bewegungsinformationen und den Farben und alles Mögliche, die angehäuft werden, kann schon ein Zwischenbild berechnet werden, das halt den Stand wiedergibt ungefähr, also ziemlich genau in der Mitte zwischen dem aktuellen und dem zukünftigen Frame. Und ja, das wird sicher... In der idealen Welt läuft das auch wirklich so parallel berechnet innerhalb der GPU, dass es keinen Lag gibt, aber ob das praktisch so ist. Werden wir messen. Kann man ja messen. Werden wir messen. Ja. Auf jeden Fall. Nebenbei wurde aber auch schon erwähnt, dass nur die RTX 4090 und die RTX 4080 16 GB als Founders Edition erscheinen. Die 12 GB Version und die RTX 4080 bleibt also exklusiv für Boardpartner. Heißt das jetzt, die Boardpartner-Händler bekommen nur die 4080 12 GB oder bekommen die auch die 16 GB Variante und die 4090? Das kann ich aufklären. Das ist berechtigter Zweifel. Allerdings, es wird alle Karten als Boardpartner-Modelle geben. Gott sei Dank. Allerdings gibt es keine Founders Edition der 4080 12 GB.
Mich würde interessieren, welche Gegebenheiten ein Netzteil braucht, um eine RTX 4090 zu versorgen. Im Internet liest man von einzelnen 16-Pin-Anschluss, von einem einzelnen 16-Pin-Anschluss. Ich habe ein 850 Watt Seasonic GX 850 Watt Netzteil, welches 6x6 8-Pin PCI Express liefert. Die reichen. Reichen die? Benötige ich nun ein neues Netzteil? Nein. Nein. Reicht. Das 16-Pin ist ja der neue 16 Volt High Power. So, fertig. Der ist ja ATX 3.0. Also wenn ihr ein neues Netzteil kauft mit ATX 3.0, dann ist da ein entsprechendes Kabel dabei, kann man da reinstopfen, alles super geil. Braucht ihr aber nicht. Bei der 3090 Ti war das schon so, da ist in der Karte ein Adapterkabel dabei. So ein lustiger Dreizack, von der Buchse der Karte auf 2 bis 3 Kabel fürs Netzteil. Das heißt, jedes Netzteil, das genug Watt hat, um bis zu 450 bereitzustellen, kann mit dieser Karte betrieben werden. Ja, über einen Adapter. Die Karten sehen sehr dick aus. Ist es überhaupt optimistisch zu sagen, dass Notebook-Varianten ähnliche Leistung bieten können? Lassen die sich überhaupt ansatzweise miteinander vergleichen? Oh, ist das meine Frage als Notebook-Tester. Wie viel Strom brauchen denn die 30? Braucht eine 3080 Ti? Was hat die für ein Budget? 150 so? Es gibt eine 150. Maximal mit Dynamic Boost ist 175. Und eine normale 3080 Ti hat maximal... Die normale? Ja. 350, also das Doppelte. 350, siehste. Also, und man kann grob sagen, ja, doppelt Watt, fast doppelt so viel Leistung. Also die waren, um die Fragen jetzt zu beantworten, die waren noch nie ansatzweise vergleichbar. Ja, der Name ist ansatzweise vergleichbar. Die GPU, ja, war auch die gleiche, aber halt einfach, Sparflamme. Also das geht natürlich. Du kannst ja in der GPU krass runtertakten und die Spannung reduzieren. Man kann die wirklich sehr effizient betreiben. Dann sagt man, spricht man vom Sweet Spot, allerdings wird die nicht ansatzweise so schnell sein. Also ja. Genau. Wird einfach, also es war auch schon immer so, mal durch Watt, mal durch weniger Shader, früher auch, wird einfach weniger leistungsfähig sein. Auf jeden Fall. Und wird aber auch auf jeden Fall in Notebooks kommen. Auch die Ada Lovelace, weil jede Generation kommt in Notebooks. Ich denke auch, die Frage ist, ob jetzt wirklich die allerfetteste GPU kommt oder ob es nur der 103er, 104er ist. Auf jeden Fall gab es das Renaming bei Notebooks schon früher. Ja, also hier in der 3080 Notebook ist halt der 3070er Desktop GPU drin, ganz einfach. Und so wird das halt betrieben. Also das hat einfach nichts miteinander zu tun, Desktop, Notebook, außer mit dem Namen. Ist ein bisschen irreführend, ja, ne, muss man halt einfach immer ein bisschen aufklären. Ja, das machen wir, das sichert unseren Job. Danke, Nvidia. Freut uns, geholfen zu haben. Werden die RTX 4000 Modelle allesamt voll FreeSync-kompatibel sein, sodass man auch seinen Gaming-Fernseher ordnungsgemäß betreiben kann? Ja. Wenn man einen Gaming-Fernseher hat, der FreeSync oder sogar G-Sync kann, dann ja. Ganz einfach. Das ist eigentlich eher eine Display-Frage als GPU. Der GPU ist es egal. Nvidia hat irgendwann mal, wann war das, vor ein paar Jahren, das Tor aufgemacht. Hier, G-Sync ist nicht mehr proprietär, also ist es schon, aber so, jetzt funktioniert auch Adaptive Sync und funktioniert recht gut mit aktuellen Monitoren und TVs. Von daher ist das keine GPU-Frage. Ja, im Gegenteil. Also für die ersten Fernseher mit HDMI brauchte man, glaube ich, noch eine Ampere-Generation. Ging nicht mit früheren, aber die neuen auf jeden Fall. Ja, kürzen wir das so ab. Die RTX 3080 hat spezielle Raytracing-Kerne, RT-Cores. Wie viele spezielle RT-Cores haben die neuen RTX 4090, 4080, 16 und 12 GB? Skaliert halt mit der Anzahl der Shader-Multiprozessoren. Und die neuen Kerne können, also das ist nicht so einfach zu vergleichen, weil die neuen Kerne haben viel mehr Takt, weil der ganze Kern höher taktet. Die können mehr pro Takt und sind in dem Fall einfach viel geiler als die alten. Insofern, Nvidia spricht da von einer deutlich erhöhten Raytracing-Leistung. Und wie viel das wirklich ist, werden wir natürlich zum Launch testen. Warum schreit das so? Wie wird die Leistung einer RTX 4060 oder RTX 4050 ausfallen, falls solche Modelle überhaupt in der Entwicklung mit berücksichtigt wurden? Ich formuliere die Frage mal um, weil wir haben keine Glaskugel, wie die Leistung ausfallen würden. Aber wird sie in der Entwicklung berücksichtigt? Es soll ja, schon was? Ja, es soll ja doch den AD106 geben, so ein ganz kleines Chipchen, so mit, keine Ahnung, unter 200 Quadratmillimeter. Und wird es bestimmt geben, klar. Und die werden sicher auch schneller sein als die 3060 und
3050. Was zum Geier? Oh! Ja. TLDR. Was ist das? Was? Ja, keine Ahnung. Cool, das ist ein Kommentar. Ein Kommentar auf YouTube. Oben ist eine Frage. Die lese ich vor, ja. Und dabei bleibe ich. Ich finde das immer interessant, was ihr nicht sagt und aus den Daten, die da sind, nicht weitergibt. Raff, was dass du immer nicht sagst. Ich kann was ist alles vorlesen. Was ist mit den Serverkarten? Einfache Antwort. Serverkarten interessieren uns nicht. Ja, die sind sehr teuer und für unsere Zielgruppe leider nicht im Fokus. Deswegen, die sind cool, die haben auch mehr Speicher, die sind am meisten noch effizienter, aber die kosten sehr viel Geld. Also wirklich viel Geld, mehr als 2000 Euro. That's it. Danke für den riesen Kommentar. Für wen sind denn die RTX 4000 Grafikkarten eurer Meinung nach eigentlich gedacht? Der Durchschnitts-PC-Spieler wird ja wohl kaum bereit sein, mehr als 1000 Euro für eine neue Grafikkarte zu bezahlen. Kann man jetzt Ja und Nein sagen? Was ist der Durchschnitts-PC-Spieler? Was ist das überhaupt? Gibt es so die meistverkaufte Grafikkarte? Ja, laut Steam. Komm, haus raus. GTX 1060 und RX 580. Und das sind Grafikkarten, die haben zeitweise unter 200 Euro gekostet. Ja, wenn man das so sieht, ist das hoffnungslos überteuert, was Nvidia da macht. Allerdings machen die das auch nicht für diese Leute, sondern für halt die Supernerds bei uns im Forum. Die ganzen Raffs und so. Die ganzen Raffs. Sich halt teure Karten kaufen. Ja, scheint sich zu lohnen, sonst würden sie es nicht machen. Durchschnittsgamer? Ich? Ja, ich bin Durchschnittsgamer. Kauf mir sowas nicht. Ich gebe nie 1000 Euro aus für eine Grafik. Würde ich nie. Und 2000 Euro? Ja. Schöne Frage. Kaufst du dir die RTX 4090, Raff? Die darf ich beantworten. Ja, macht er, der Naivling. Ganz ehrlich, ich bin ein großer Freund von Schönrechnen, so, aber ich habe jetzt viel Kohle für die 3090 Ti ausgegeben vor 6 Monaten. Und wie gesagt, frag mich dann nach dem Test nochmal, weil das wird sicher ein harter Kampf mit mir selbst, weil wenn DLSS 3 geil ist und die Karte wirklich doppelt so schnell ist beim Raytracing, vielleicht. Warum kämpfst du jedes Mal mit dir selbst, obwohl du es eh immer tust? Das Problem ist, wenn die wirklich schnell ist und ich mag Raytracing, ich gucke mir das, wenn ich spiele, gucke ich mir das gerne in möglichst hoher Auflösung und Qualität an. Deswegen, ich denke mal nein, aber es wird schwer. Doch, du wirst sie dir kaufen. Ich schwöre dir. Ich speier schon. Komm. Ja. Ich werde dich an dieses Video an der Stelle erinnern. Dann kann man denn mit den Preisen für die Custom Designs rechnen. Wann? 12.10.2022. Alles klar. Ich gebe schon mal einen Tipp ab, die werden höher als bei der Founders. Wie schätzt du die Preise und die Leistungsaufnahme der kleinen 4000er Karten ein? 40, 70, 60 und 50? Gibt es da was zum Schätzen? Weniger. Weniger. Ja, das wäre nicht mal gelogen. Ich glaube, damit liegen wir richtig. Oh, sehr schön. Okay, ich lese nicht ganz vor. Ich komme direkt zur Frage. Mit überhöhten Preisen kann man auch gezielt seinen Marktanteil verkleinern. Oder wie seht ihr das? Ja, doch. Ich glaube, das wollte er wieder nicht machen. Aber vielleicht, wenn einige sagen, ich habe jetzt gewartet, aber ich kaufe jetzt doch eine rabattierte Radeon, kann das sein? Ne? Werden wir sehen. Wie viel schneller könnte nach heutigem Wissen eine 4090 gegenüber einer 3090 sein, wenn die 4090 auf demselben Energielevel wie die 3090 betrieben wird? Energielevel der 3090 nehme ich mal an die Non-TI, weil das wären 350 Watt statt 450 Watt. Oh, deutlich. Also man muss ja dazu sagen, der Fertigungssprung ist gigantisch. Also zwischen Ampere und Ada. Das sind ja wirklich, das ist ein großer Schritt. Und ich würde sagen, viel. Wie viel genau? Das wäre jetzt, egal was ich sage, es wäre falsch, es wäre geraten. Deswegen ganz deutlich, weil Ada hat den gleichen Aufbau des Shader-Multiprozessors, also es sind gleich viele FP32-ALUs pro Einheit drin. Und deswegen, das meiste der Mehrleistung kommt durch den Takt. Das Ding läuft ja mit 2,5 GHz, so ein bisschen mehr. Und würde man die runtertakten, entsprechend mit geringerer Spannung, wäre sie bestimmt, ja. Das sind wir wieder bei dem mehr Leistung, aber auch mehr Effizienz. Wenn man die Leistung gleich halten würde, hätten wir trotzdem noch das mehr an Effizienz. Und deswegen wird das gut werden. Ich denke mal, keine Ahnung, also jetzt mal so ganz ins Blaue, 250 Watt. Das sind sicher überhaupt kein Problem bei 3090 Leistung. Wahrscheinlich sogar 200 mal. Nochmal eine VRAM-Frage. Sind 12 GB VRAM im beinahe High-End-Bereich, was ist das beinahe High-End-Bereich, noch zeitgemäß oder geizt Nvidia hier im falschen Ende? Meine Standardantwort seit Jahren ist, Nvidia geizt immer, außer beim Topmodell. Also man kann nicht genug Speicher haben. Ich sage das übrigens auch, weil ich in der Vergangenheit schon öfter mal mich auf die Nase gelegt habe mit Grafikkarten mit zu wenig Speicher. Damals gab es einen Schritt zum Beispiel von 64 auf 128 MB, nicht Gigabyte. MB.
Und ja, also wirklich, investiert den Aufpreis, wenn ihr könnt. Weil wir reden von so teuren Grafikkarten, da könnt ihr auch nochmal 250 Euro mehr ausgeben, finde ich. Werden die neuen Grafikkarten in absehbarer Zeit Raytracing auch ohne Upscaling darstellen können? Die Leistungsaufnahmen steigen immer weiter ins Unermessliche und das alles, so scheint mir, nur für Raytracing. Nicht unbedingt, ja. Das scheint wiederum anscheinend nur mit Hilfe von Upscaling-Flüssig läuft. Stimmt. Tut das wirklich Not? Tut das Not. Ja. Raytracing ist technisch beeindruckend, sieht wirklich super aus, aber ist es das wert? Jetzt gehen wir schon wieder ins Philosophische rein, finde ich. Also, ist es das wert? Ich teile die Frage wieder auf. Erstens, nein, diese Sprünge sind nicht nur wegen Raytracing, weil es werden auch die Rasterizing-Einheiten aufgebohrt. Es gibt ja auch mehr normale FP32-Alus. Und das Geile ist, wenn kein Raytracing an ist, dann machen diese Einheiten auch nichts. Die saufen auch keinen Strom. Das heißt, das ganze Budget geht in die Rasterleistung. Also die Karten sind auch beim Rasterizing schnell. Tut das Not. Ist es das wert? Also deine Meinung nach. Ist es wert? Ist Raytracing, ist es wert, weiß ich nicht, Raytracing und Upscaling zusammen? Zockst du so oder machst du beides auch? Die Frage war ja, ob die Grafikkarten Raytracing ohne Upscaling werden darstellen können. Muss ich auch wieder zweiteilen. Erstens, nein. Weil wenn man guckt, eine 3090 schafft ein Cyberpunk in 4K mit allem 30 FPS oder sagen wir eher 20 und die neue wird dann so mit Ach und Krach und viel Rückenwind und Glück 40 schaffen, also das Doppelte. So, das ist ja weit weg von geil. Also nein, Upscaling wird notwendig bleiben, allerdings ist es auch nicht weiter schlimm, weil das Upscaling ist mittlerweile wirklich, wirklich gut. Wird ja auch immer besser, also Von daher. Also was man rauskriegt an Leistung gegenüber dem, was man vielleicht teilweise verliert, weil es ein bisschen schmiert oder sowas, das ist es wert und insofern, ich würde nicht darauf wetten, dass sich da die Schritte so weit vergrößern, dass es nicht notwendig bleibt. Und ist es das wert? Kann ich nicht beantworten. Ich finde, das ist es wert, weil das Raytracing wirklich der große Schritt ist jetzt, um die Grafik weiterzubringen gegenüber den ganzen Fakes, die wir früher hatten. Insofern, ja, ist es wert, finde ich. Allerdings muss es jeder für sich entscheiden. Genau. Zockst du mit Raytracing? Immer. Und ich zocke auch, muss ich zugeben, immer mit Upscaling, weil meine 3090 Ti ist einfach zu schrottig für 4K ohne Upscaling. Und ich zocke nie mit Raytracing. Also ich hab's probiert, ich habe gemerkt, ich brauche es nicht. Du sagst also nein. Ich sag nein, es ist nur das Gesamtpaket. Bleibe ich lieber bei einer kleineren Grafikkarte, leiseren, sparsameren und so weiter. Naja, das sind halt die unterschiedlichen Ansprüche. Vorletzte Frage, ist auch nicht schlecht. Hat sich der Bedarf an Rasterizer-Leistung in aktuellen Spielen eigentlich erhöht im Vergleich zu Spielen von vor circa 5 Jahren? Ja, natürlich. Zock mal Cyberpunk. Das ist wirklich ein Spiel, was sehr krass mit Auflösungsgeräten und so weiter. Also, da hat sich wirklich, man merkt, es sind viele Berechnungen notwendig pro Pixel und ja. Also auch ohne Raytracing, mit Raytracing, was man halt, weil wir es gerade davon hatten. Okay. Und wir sind am Ende. Halleluja, das Video ist ewig. Warte mal, die Frage ist geil. Die Frage ist super, weil sie keine Frage ist, sondern ich muss sie auch vorlesen. Team Red, AMD, 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 Ausrufezeichen, hu. Deine Antwort drauf. Als Schlusswort? Ja, Thema verfehlt. Bis zum nächsten Video. Genau, wenn wir wieder so eine schöne Fragerunde machen, weiß ich nicht, ob noch mal so lang, aber länger. Team Red, AMD, AMD, wenn die jetzt rauskommen im November, dann wird es noch mal eine Fragerunde geben. Bis dahin, dann sind wir schlauer, ihr natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.